Guten Abend, liebe Gäste. Wir warten noch ein paar Sekunden, bis alle aus dem Warteraum zugeschaltet sind. Und dann können wir anfangen. Gut. Guten Abend nochmal, liebe Gäste von meiner Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Böll Global. Ich freue mich, dass Sie heute Abend bei unserer digitalen Diskussionsveranstaltung dabei sind. Mein Name ist Antonie Nord. Ich leite die Abteilung Internationale Zusammenarbeit hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. In unserer neuen Webinarreihe Böll Global wollen wir darüber reden, was in der Welt passiert. Wie erleben Menschen weltweit die Corona-Pandemie? Was verändert sich durch ihre Auswirkungen? Wie gehen Regierungen, Gesellschaften und zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure in der ganzen Welt damit um? Dafür sprechen wir mit unseren Büroleiterinnen und Büroleitern und Kollegen. Wir haben 33 Auslandsbüros der Heinrich-Böll-Stiftung. Und letztes Mal haben wir angefangen mit einem Fokus Lateinamerika. Und dieses Mal geht es mit Marokko, dem Libanon und der Türkei um drei Länder, die uns geografisch etwas näher liegen. Ich möchte ganz herzlich meine drei Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner begrüßen. Den Büroleiter der HBS in Istanbul, Christian Brakel. Die Koordinatorin unseres Syrien-Programms im Büro Beirut, Anna Fleischer. Sowie den Leiter unseres Büros in Rabat, Marokko, Bauke Baumann. Danke euch dreien, dass ihr heute Abend dabei seid. Bevor wir einsteigen, möchte ich noch ein paar Worte zum Ablauf sagen. Ich werde den Kolleginnen zunächst ein paar Fragen stellen zum Umgang mit der Pandemie und den Folgen für die drei Länder. Und dann gibt es für Sie natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich einzubringen. Das ist hier im digitalen Raum etwas schwieriger, als wenn wir eine analoge Diskussionsveranstaltung machen würden. Sie sehen unten bei sich in der Leiste dieses kleine F und A, das steht für Frage- und Antwort-Tool. Da können Sie einfach in den Chat Fragen oder Kommentare reinschreiben. Und meine Kollegin Lara Wodke, die ich ebenfalls sehr herzlich begrüße, wird diese Fragen für uns zusammenfassen, also bündeln, damit wir auf möglichst viele Fragen eingehen können. Und sie wird sie dann auch für uns vorlesen, damit Sie alle nochmal hören. Ich möchte auch meinen Kollegen Martin Sommer begrüßen, der hier für die Technik zuständig ist und dafür sorgt, dass es hoffentlich alles problemlos abläuft und jeder dabei sein kann, der dabei sein möchte. Ja, dann möchte ich auch schon einsteigen und als erstes möchte ich euch drei fragen, wie sich euer Leben seit Beginn der Corona-Pandemie verändert hat. Vielleicht fangen wir an mit dir, Bauke, in Marokko. Die Corona-Auflagen sind ja sehr streng in Marokko. Was heißt das für dich persönlich, für dein Leben, für das Leben deiner Familie? Ja, guten Abend und danke für die Frage, Antonie. Das Leben ist halt deutlich eindimensionaler geworden. Wir sind seit Mitte März im kompletten Lockdown immer noch und es wird jetzt Donnerstag erst langsam aufgehoben. Insofern habe ich mich sehr viel zu Hause aufgehalten und mich zwangsläufig natürlich auch um die Kinderbetreuung und das Homeschooling mitgekümmert. Hatte zum Glück noch den Luxus, als Einziger ins Büro gehen zu können, weil das Büro direkt nebenan von meiner Wohnung liegt, und somit alleine im Büro gearbeitet. Alle anderen Kollegen waren im Homeoffice. Aber das war es dann eigentlich auch schon, weil außer dem Weg zum Supermarkt, für den man einen Passierschein brauchte, keine weiteren Bewegungen erlaubt sind, waren. Das hat sich mittlerweile etwas gelockert. Im Sinne, dass es nicht mehr so scharf kontrolliert wird, aber de facto gilt es weiterhin. Und ja, jetzt ab Donnerstag soll dann auch wieder eine Bewegung ohne Passierschein möglich sein. Das heißt, man kann endlich mal mit den Kindern in den Park gehen oder halt auch andere Leute treffen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist halt schon eine lange Zeit, 3 Monate. Ja, das glaube ich. Anna, wie ist es denn bei euch im Libanon? Wie erlebst du persönlich die Auswirkungen der Corona-Krise? Oder sind sie gar nicht so sehr zu spüren, weil das Land ohnehin im Krisenmodus ist? Ja, liebe Grüße auch aus Beirut an dieser Stelle.
Tatsächlich ist es ähnlich wie bei Bauke. Seit Mitte März gab es einen Lockdown, einen sogenannten, der dazu geführt hat, dass wir alle im Homeoffice gearbeitet haben. Das war ich zum Glück schon gewohnt aus meiner vorherigen Arbeit. Und deswegen fühlte sich das für mich vielleicht nicht ganz so schwierig an wie für andere. Sicherlich auch für die Kolleginnen und Kollegen, die Kinder haben. Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, die ich nicht hatte in dieser Situation und dadurch sozusagen viel auch mit mir alleine war. Das führt aber halt auch zu anderen Herausforderungen, zum Beispiel, wie man seine Zeit verbringt, wenn man viel allein zu Hause ist, dass man sich auch nicht nur um die körperliche Gesundheit kümmert, sondern auch um die geistige Gesundheit, dass man sich eben auch einfach um sich selbst kümmert in dieser Zeit, was nicht einfach war. Wir sind in dieser Phase, in der wir jetzt sind, ist sehr viel schon wieder geöffnet. Wir haben nur noch sehr wenige Regeln, die bestehen, zum Beispiel, dass man auf der Straße eine Maske, eine Gesichtsmaske tragen sollte und dass zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens immer noch Ausgangssperre ist. Allerdings sind ansonsten eher die anderen Krisen tatsächlich im Vordergrund, wie du gerade gesagt hast. Die Wirtschaftskrise, die Bankenkrise, auf die wir auch gleich nochmal eingehen, die nehmen tatsächlich eher einen wichtigeren Platz ein, auch in den Sorgen auch der Leute hier. Okay, danke Anna. Dann kommen wir zu Istanbul. Christian Brakel, wie hat sich euer Leben verändert? Istanbul ist ja eine sehr lebhafte Stadt immer gewesen. Wie sieht es jetzt zurzeit aus? Also es gab ja hier nie einen völligen Lockdown, sondern es gab Ausgangssperren an den Wochenenden. Jetzt seit 2 Wochen befinden wir uns auch in so einem Normalisierungszustand. Aber das Ganze ist so ein bisschen, bringt einen in so eine etwas schizophrene Situation, weil, wie gesagt, schon während der Corona-Hochzeit sind in vielen Stadtteilen die Leute ganz normal ihrer Arbeit nachgegangen. Also gerade diejenigen, die sich nicht leisten konnten, ins Homeoffice zu gehen. Jetzt in dem Stadtteil, wo wir sind, war es schon sehr eingeschränkt, sehr viel weniger Menschen auf der Straße. Das ist jetzt wieder anders. Es ist zwar immer noch nicht genau wie vorher, aber es ist schon so, dass Leute was machen irgendwie und wir uns selber immer so ein bisschen fragen müssen, naja, im Prinzip hat sich ja die Ausgangslage nicht geändert. Was kann man denn jetzt noch tun? Für uns persönlich ist das natürlich, die meisten von uns, wir sind im Homeoffice auch sehr früh gewesen, schon bevor die Regierung dazu geraten hat. Und wir sind ja alle in relativ privilegierten Situationen und haben schöne Wohnungen irgendwie und sitzen auf dem Balkon und gucken auf den Bosporus. Das lässt sich ganz gut ertragen. Was halt wirklich sehr anders ist, ist die Arbeit. Also, denn die besteht ja bei den Stiftungen nicht nur daraus, die Projekte, die vielleicht immer sichtbar sind oder diese Veranstaltungen, sondern ja sehr viel, dass man eben sich auch vielleicht mal auf den ein oder anderen Themen mit irgendwie Leuten trifft. Gerade irgendwie Politikern oder so, die vielleicht sonst eben auch nicht in der Öffentlichkeit mit einem sprechen würden. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr möglich. Und es ist auch in einem Land wie der Türkei eben sehr schwierig möglich, zum Beispiel wichtige Informationen darüber, was hinter den Kulissen vorgeht, eben in einem Telefongespräch oder Ähnliches zu bekommen, weil darüber wollen natürlich die meisten nicht reden. Plus, die Türkei ist ja ein sehr großes Land, von der Fläche her und normalerweise reisen wir natürlich sehr viel und das ist jetzt auch nicht mehr möglich. Oder jedenfalls, jetzt ist es wieder möglich offiziell, aber es ist natürlich trotzdem noch sehr eingeschränkt. Und die Frage, ist es zum Beispiel jetzt, möchte man für einen Besuch bei einem Projektpartner das Risiko auf sich nehmen, in ein Flugzeug zu steigen? Okay. Ja, danke erstmal für die etwas persönlichen Eindrücke. Ich würde jetzt gerne als erstes Thema zu sprechen kommen auf die Erfolge oder Misserfolge bei der Eindämmung der Pandemie. Da sind, glaube ich, eure drei Länder sehr unterschiedlich aufgestellt. Ich fange mal an mit dir, Bauke. Du hast es schon angedeutet, in Marokko wurde sehr strikt auf das Coronavirus reagiert. Es gab eine harte Ausgangssperre oder gibt es sie immer noch, eine landesweite Maskenpflicht. Es wurden so Hightech-Anwendungen eingesetzt, wie sogar Drohnen. Die Tracking-App gab es viel früher als bei uns hier. Dafür hat das Land sehr, sehr viel Lob bekommen international. Was waren aus deiner Sicht weitere Bedingungen für den Erfolg? Denn die Pandemie ist ja in der Tat in Marokko hat sich nur wenig ausgebreitet. Liegt das in erster Linie an diesen technischen Anwendungen oder gibt es noch andere Erfolgsfaktoren dafür? Ja, du hast es schon eben, denke ich, gut umrissen. Man muss ganz klar unterm Strich sagen, dass Marokko
die medizinische Krise sehr gut und in vielerlei Hinsicht vorbildlich gemeistert hat, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass sie so harte Maßnahmen ergriffen haben, dass das Gesundheitssystem sehr schwach und vermutlich nicht besonders belastungsstark gewesen wäre und insofern es eigentlich auch wenig Optionen außer einem sehr strikten Lockdown gab, um zu vermeiden, dass die medizinischen, die Krankenhauskapazitäten sehr schnell überlastet gewesen wären, vermutlich mit deutlich mehr Fällen. Deshalb dieser harte Lockdown sicher eine vernünftige Geschichte, die sicher auch nur so gut funktioniert hat, weil Marokko halt einen sehr starken Staat, einen sehr gut funktionierenden Sicherheitsapparat hat, der halt auch die Durchsetzung eines solchen Lockdowns sicherstellen kann, der es schafft, in relativ kurzer Zeit an tatsächlich alle Haushalte diese Passierscheine zu verteilen, die gestempelt und unterschrieben werden von den Behörden, für die es dann sagen, so eine Art lokale Blockwarte, die quasi die Antennen des Innenministeriums sind, gibt, die tatsächlich dann zu jedem Haus kommen. Das hat natürlich mitunter ein paar Tage gedauert, aber erstaunlich effizient, wie schnell das umgesetzt wurde. Und insofern medizinisch ein großer Erfolg. Es gibt 10.000 Infizierte, ein bisschen mehr als 200 Tote, was ja im internationalen Vergleich wirklich sehr geringe Zahlen sind. Und gut, jetzt die Meldungen, die international vor allem über den Einsatz von Drohnen, über die Tracking-App und andere Sachen gingen, sind spannende Initiativen. Gleichwohl haben sie jetzt, glaube ich, wenig zum tatsächlichen Erfolg beigetragen. Das waren, vielleicht wird sich das längerfristig bewähren. Bisher ist diese Tracking-App halt auch noch nicht sehr verbreitet und kann damit wenig helfen. Diese Drohnen wurden punktuell eingesetzt. Es gibt natürlich andere Innovationen, dass Marokko jetzt mittlerweile Masken selber produziert und exportiert, was sie vorher nicht getan haben, dass sie ein eigenes Beatmungsgerät entwickelt haben, wo ich jetzt noch nicht sagen kann, wie sehr das mit anderen Beatmungsgeräten Schritt halten kann, aber immerhin eine sehr starke Unabhängigkeitsbestrebung, was alles Equipment und nötige Material betrifft, das für die Krise gebraucht wird. Die Kehrseite ist natürlich ein bisschen dieses strengen Lockdowns, dass neben dem medizinischen Erfolg, der ganz klar da ist, es natürlich sozial-ökonomisch mit Verwerfungen einhergeht. Keine Frage, dass die Folgen halt eher die des Lockdowns sind, die viele Leute betroffen haben. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich will jetzt das gar nicht so stark öffnen. Das war eigentlich, und dass natürlich auch sehr viele Leute mit Strafen belegt wurden. Über 80.000 Leute wurden entweder verhaftet oder mit auch teilweise saftigen Strafen bedacht, die halt entweder gegen die Ausgangssperre oder das Maskengebot verstoßen haben. Und nun wird es halt spannend, wie diese Lockerung funktioniert, weil das ist so ein bisschen, zumindest meiner Einschätzung nach, die Achillesferse, dass dieser krasse Lockdown gut funktioniert hat, aber dass es vielleicht schwieriger ist, eine Strategie zu finden, die hybrider ist und die stärker auch auf die Kooperation, freiwillige Kooperation von Bürgerinnen, Zivilgesellschaft und anderen Stakeholdern setzt und dann halt auch mehr Kommunikation und Transparenz erfordert, etwas, was nach dem großen Zustimmung, die diese Maßnahmen in der Bevölkerung hatten, jetzt zunehmend auch auf Kritik trifft, dass es halt nicht so viel Kommunikation darüber gibt, wie man denn da wieder rauskommt und wie man denn auch die Leute mitnimmt, wenn man da wieder rausgeht und dass das irgendwann halt nicht mehr nur mit polizeilichen Maßnahmen vermutlich möglich sein wird, sondern andere Wege, die stärker auf sozusagen eine Compliance setzen, die Bürgerinnen und Bürger von sich aus einhalten und die nicht überprüft wird. Ich höre hier auf. Gut. Danke, Bauke. Das war super spannend, aber ich will die anderen beiden auch noch befragen. Anna, wie sieht es aus im Libanon? Im Libanon stehen ja sozusagen viele Warnzeichen auf Rot. Es gibt nicht nur die Corona-Pandemie als Krise, es gibt eine massive Verschuldungskrise, es gibt ein Bankensystem, was quasi zusammengebrochen ist. Die Leute kommen teilweise nicht mehr an ihr Erspartes. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du gesagt hast, vielleicht fliege ich raus, weil der Strom aufhört und der Generator das nicht schafft. Das heißt, so Basis-Service-Leistungen gibt es nicht mehr. Und die Menschen haben ja auch massiv demonstriert gegen das Nicht-Funktionieren des Staates, gegen Vetternwirtschaft und Korruption vor der Pandemie.
Wie ist das in so einer Situation? Ist die Pandemie da eigentlich eher so eine Art Nebenschauplatz? Und wie wird nichtsdestotrotz vom Staat auf diese Pandemie im Libanon reagiert, bei den ganzen anderen Herausforderungen, die es gibt? Ja, es ist tatsächlich so, dass die Corona-Krise sozusagen eher eine sozusagen dünne Schicht auf den vielen unterschiedlichen Tiefen und strukturellen Krisen im Libanon gibt. Die Tatsache ist, dass letztes Jahr im Oktober sehr, sehr viele Menschen auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben in dem, was sie selbst als eine Revolution bezeichnen, gegen Korruption, gegen das Machtkartell, das an der Spitze sich gegenseitig Gefallen zuschachert. Und während eben genau diese Wirtschaftskrise und diese Bankenkrise sich voll entfaltet momentan, also die Tatsache, dass Menschen nicht an ihr Geld kommen, ist schon seit letzten Oktober so. Und wenn sie an Geld kommen, dann an $200 zur Zeit und dann wurde es immer weniger und dann kamen sie irgendwann auch gar nicht mehr an ihre Dollar ran. Und jetzt momentan ist eben die Frage, was mit dem ganzen Geld passiert, was auf den Banken liegt, ist es nicht klar. Die Währung befindet sich im freien Fall. Die libanesische Währung war immer auf 1.500 genormt quasi auf den US-Dollar. Heute steht es nicht mehr bei 1.500, sondern heute steht es auf dem Schwarzmarkt bei 6.000. Die Währung. Wir haben einen massiven Anstieg an Lebenskosten. Wir haben eine Inflation auf Lebensmittel von 190%. Restaurants und Hotels sind um 240% teurer geworden. Und generell Verbraucherpreise sind um mehr als die Hälfte gestiegen. Das heißt, es ist wirklich dramatisch, die Situation, wenn man nicht an sein Geld kommt und gleichzeitig die Preise extrem ansteigen. Außerdem ist es so, dass die Reaktion auf die Krise viel auch von den Menschen selbst kam, von den Libanesinnen und Libanesen, die schon sehr früh angefangen haben, selbst Maßnahmen zu ergreifen, bevor die Regierung es offiziell getan hat, beziehungsweise deklariert hat, was sozusagen die Maßnahmen sein sollten. Denn es ist allen hier klar, dass das Gesundheitssystem, was privatisiert ist und was für viele unerschwinglich ist, eben sie nicht auffangen wird, wenn sie wirklich krank werden. Das heißt, es wurde wirklich ernst genommen, auch in weiten Teilen der Bevölkerung, selbst diese Maßnahmen zu ergreifen, um dafür zu sorgen, dass man eben nicht in dem Krankenhaus landet, was die Pandemie sozusagen Response anleitet. Das ist nämlich das einzige öffentliche Krankenhaus in Beirut. Und da ist man früher, auf gut Deutsch gesagt, nicht mal mehr zum Sterben hingegangen, weil es einfach ein Krankenhaus ist, was seit Jahren unterversorgt ist, wo das Personal nicht bezahlt wird, wo nicht genug Medizin da ist. Und das ist jetzt einfach durch die Krise nochmal verstärkt. Das heißt, die Corona-Krise ist einfach nur noch eine Schicht einer weiteren Krise, die die Leute wirklich beutelt momentan. Okay, danke, Anna. Wir kommen gleich nochmal auf die Auswirkungen zu sprechen auch. Das ist ja wirklich dramatisch bei euch. Christian, wie sieht es in der Türkei aus? Du hast in der Vorbereitung angedeutet, dass du findest, dass sozusagen das Krisenmanagement der Türkei besser war als die Berichte darüber in Deutschland, in den deutschen Medien. Dennoch kann man ja schon sagen, dass es in der Türkei sehr hohe Infektionszahlen gab. Was führt dich also zu dieser Einschätzung? Also ich würde sagen, es kommt, glaube ich, darauf an, mit wem oder mit was man es vergleicht. Aber ich meine, dafür, dass es ein 80-Millionen-Land ist, sind die Infektionszahlen, würde ich sagen, also schauen wir nach Spanien, schauen wir nach Italien, nach Großbritannien, in den USA, sind die Infektionszahlen sehr niedrig gewesen. Und der Grund, dass man es damit vergleicht, also Spanien, Italien, lasse ich jetzt mal raus, aber Großbritannien und Amerika, und eben vielleicht nicht mit dem Beispiel, wo es ja auch ganz gut lief in Deutschland, ist natürlich die türkische Regierung. Also, weil das natürlich, alle diese drei Länder eint ja eine sehr populistische Führung mit einem in einem Land stärker, in einem anderen etwas weniger starken autoritären Drift. In der Türkei kann man vielleicht noch nicht mal mehr vom Drift sprechen, sondern es ist ja eine klare Marschrichtung. Die Sorge natürlich einfach hier, glaube ich, ist bei vielen gewesen, bei vielen Beobachterinnen und Beobachtern, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung zum Teil so gering ist. Also das Vertrauen in den Staat ist sehr stark, aber eben nicht in die politische Führung.
sondern die Türkei ist ja sehr stark politisch polarisiert und eben diejenigen, die eben gegen die Regierung von Präsident Erdogan sind, die haben wirklich minimales Vertrauen darin, dass diese Regierung irgendetwas hinkriegen kann. Vertrauen in die Regierung ist aber, wenn man sich Studien anguckt, ist sehr entscheidend eben in solchen Gesundheitssituationen, so Pandemien, eben ob man sich freiwillig zum Beispiel an bestimmte Regeln hält, die die Regierung verkündet hat, weil natürlich ist die Polizei nicht immer überall und kann nicht immer alles kontrollieren. Ich würde sagen, was die Regierung hier gut gemacht hat, sie hat, nachdem sie eine Zeit lang wirklich geleugnet hat, dass es hier irgendwie Corona-Fälle gibt oder immer gesagt hat, es gibt hier keinen Fall und alle immer gesagt haben, das kann doch gar nicht sein, wir sind ein Nachbar vom Iran, einem der Länder, was relativ frühzeitig relativ stark betroffen war, warum soll es hier keine Fälle geben? Dann, als es den ersten offiziellen Fall gab, oder ich glaube die ersten zwei oder drei offiziellen Fälle Anfang März, dann wirklich auch gleich die Regierung verkündet hat, dass es eben Einschränkungen geben wird. Cafés und Restaurants wurden geschlossen, Geschäfte wurden geschlossen. Also es gab sehr viel, nur eben nicht diesen totalen Lockdown. Und das hat relativ gut funktioniert, würde ich sagen. Und auch wenn man sich die Zahlen anguckt, also die Todeszahlen sind zwar, die absoluten Todeszahlen sind höher als in Marokko, aber mit, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube irgendwas bei 1400 Toten aktuell, nur wenig höher als in Deutschland zum Beispiel. Also das spricht schon dafür, die türkische Gesundheitsversorgung, das türkische Gesundheitssystem, was in den letzten 20 Jahren stark ausgebaut worden ist, was anfangs auch kritisiert wurde, weil es vor allen Dingen im privaten Sektor ausgebaut worden ist, hat aber relativ gut funktioniert, indem eben zum Beispiel die Regierung jetzt auch die privaten Krankenhäuser in die Mithaftung genommen hat, vor allen Dingen eben für die Intensivsorge, also Intensivbeatmung, die eben in diesen privaten Krankenhäusern zum Teil vorgehalten wurden, weil sie dafür vom Staat über Jahre hinweg Subventionen bekommen haben. Und deswegen gibt es zum Beispiel in der Türkei, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die größte oder die zweitgrößte Zahl an Intensivbetten pro 100 Einwohner, 100 Einwohnerinnen im OECD-Raum. Das sind Dinge, die sehr gut funktioniert haben. Was halt überhaupt nicht gut funktioniert hat, ist halt eben, dass diese politische Polarisierung eben auch hier wieder eine wichtige Rolle gespielt hat. Also die Türkei ist ja sehr stark zentralstaatlich organisiert. Und dazu kommt eben, dass natürlich die Großstädte inzwischen fast alle von der Opposition oder alle eigentlich von der Opposition regiert werden, also Istanbul hier ja auch. Und die Zentralregierung im Prinzip die Zusammenarbeit mit denen verweigert hat. Also die haben halt ihre Maßnahmen durchgezogen. Aber hier der Bürgermeister zum Beispiel, der trat dann irgendwie im Schlafanzug vor die Kamera, als der erste Wochenend-Lockdown verkündet wurde, nachts um 10. Und musste sagen, dass er genauso überrascht von dieser Maßnahme ist wie seine Bürgerinnen und Bürger. Also das hat eben zum Beispiel gar nicht gut funktioniert, da wo die Opposition zum Beispiel auch versucht hat, so Solidaritätskampagnen zu organisieren, Spenden für die ärmeren Teile der Bevölkerung. Das wurde torpediert, beziehungsweise zum Teil juristisch unterbunden. Und diejenigen, die angezweifelt haben, dass die Regierung das gut macht, die wurden natürlich auch belangt, vor allen Dingen, die das in den sozialen Medien getan haben. Aber, wie gesagt, das Grundergebnis ist wesentlich besser, als es von vielen Leuten erwartet wurde. Und ich glaube, was die Regierung auch gemacht hat, das ist natürlich schon so ein Balanceakt gewesen in einem Land wie der Türkei. Ich glaube, das trifft ähnlich auf Marokko zu. Es gibt halt einfach sehr, sehr viele Leute, die hier in so, naja, wirklich manuellen Jobs tätig sind, die halt eben nicht ins Homeoffice gehen können. Da ist natürlich die Frage, wie geht eine Regierung, die auch eben nicht das wirtschaftliche Potenzial hat, wie das es in Deutschland gab, zu sagen, ja, okay, jetzt geben wir hier noch eine Milliarde für Lufthansa oder sogar mehr, irgendwie, da geben wir auch noch ein bisschen was. Es gab zwar Unterstützungsmaßnahmen, aber im Prinzip gerade die wichtigen Devisenvorräte der Türkei sind in den letzten Jahren aufgebraucht worden. Also so viel anderes blieb ihnen da, glaube ich, auch gar nicht übrig. Ja. Okay, danke dir. Ja, sehr unterschiedlicher Umgang in euren drei Ländern. Ich würde da jetzt noch mal gerne ein bisschen tiefer einsteigen, was die Folgen dieser Pandemiebekämpfung für die Bevölkerung angeht. Bauke,
Wie sieht das aus in Marokko? Wen haben die Folgen dieses harten Lockdowns besonders getroffen? Wenn wir zum Beispiel daran denken, an die vielen Menschen sind ja noch mehr im Verhältnis in Marokko als in der Türkei, die im informellen Sektor arbeiten, das heißt, die keine formelle Beschäftigung haben, kein regelmäßiges Einkommen. Es gibt viele Migrantinnen und Migranten. Wie sichern die jetzt sozusagen das Überleben ihrer Familien? Ja, das ist eine gute Frage und da kann ich eigentlich direkt an Christian anknüpfen. Auch in Marokko arbeitet halt ein sehr großer Teil der Beschäftigten in informellen Beschäftigungsverhältnissen. Richtig verlässliche Zahlen gibt es dazu nicht. Andererseits die letzten Zahlen, die jetzt auch während der Corona-Krise von der Regierung verkündet wurden, sind, dass 4,3 Millionen Haushalte von informellen Beschäftigungsverhältnissen abhängen und ein Haushalt hat im Durchschnitt 4 und teilweise mehr Mitglieder, sprich wir sprechen von über den Daumen 16 Millionen Marokkanern, was knapp die Hälfte der Bevölkerung ist, deren Einkommensquelle im Wesentlichen aus informellen Tätigkeiten, die oft natürlich zum Großteil in der Landwirtschaft, ganz viel natürlich einfach einfache Händler, Handwerker, die sehr einfache Tätigkeiten manueller Art machen, die, wie Christian schon sagte, nicht von zu Hause erledigt werden können und die durch den Lockdown im Wesentlichen alle untersagt wurden. Und natürlich aber auch Kellner in Restaurants, die in der Regel keinen festen Arbeitsvertrag haben, die damit alle auf der Straße standen ohne Einkommen, weil es alle Restaurants geschlossen wurden. Und die hat es natürlich sehr hart getroffen. Die Regierung, das muss man ganz klar anerkennen, hat versucht darauf relativ schnell zu reagieren. Wir haben einen großen Hilfsfonds aufgesetzt und ein relativ unkompliziertes System, so eine Einmalzahlung an Bedürftige aufgesetzt, wo man sich über eine Online-Maske registrieren konnte und dann an verschiedenen Bankschaltern, aber auch so Wechselstuben, sich eine Einmalzahlung von ca. 100 Euro pro Familie abholen konnte. Das wurde auch an viele Millionen Haushalte ausgezahlt, aber natürlich auch nicht an alle. Voraussetzung ist erstmal, dass man Internetzugang hat, dass man lesen kann, was in dieser Maske steht, dass man einen Personalausweis hat, den man angeben musste, was auch nicht alle sozusagen aktuell haben. Das heißt, es gab natürlich viele Personen, die davon nicht profitiert haben und natürlich auch welche, die profitiert haben, aber für die das Geld sicher nicht zum Leben gereicht hat. Und das hat man, finde ich, auch gesehen auf dem Weg zum Supermarkt, dass es natürlich deutlich mehr Leute gibt, die jetzt betteln, die einfach sagen, wir haben halt nichts mehr, da kann uns jetzt auch der Lockdown nicht schrecken. Und Migrantinnen trifft es natürlich noch mal härter, weil die auch nicht von diesen Einmalzahlungen profitiert haben und natürlich dadurch in der Regel oft auch von einfachen Tagelöhner-Tätigkeiten ihr Dasein fristen und je nachdem, ob sie einen regulären Status haben oder nicht, oft natürlich auch keine Papiere, mit denen sie bei den Behörden sich ausweisen können und deshalb erst recht fürchten, in dieser Situation rauszugehen. Insofern, die Leute hat es hart getroffen, die wurden unterstützt mit Maßnahmen, aber ich bezweifle, dass das wirklich ausreicht, für den Ausfall an Gehältern, die da aufgetreten sind. Und ja, ich sehe ganz klar, dass das langfristig Konsequenzen haben wird und Verwerfungen befördert. Es hat jetzt eine Debatte über eine stärkere Formalisierung von Beschäftigungsverhältnissen befördert, die gut ist, im Sinne, dass es mehr soziale Sicherheit gibt für Leute, die gleichzeitig natürlich auch gefährlich sein kann, wenn sie dazu führt, dass gewisse Arten der Beschäftigung vielleicht dann nicht mehr lukrativ sein werden. Zum Beispiel jetzt für die Wiedereröffnung der Restaurants hat die Regierung zuerst gefordert, dass alle Restaurants, die wiedereröffnen, alle ihre Angestellten formal in der Sozialversicherung registrieren. Der Verbandschef der Restaurant- und Gastroindustrie hat diese Forderung ganz klar abgewiesen und quasi gesagt, dann öffnen sie lieber nicht, weil man zu den Bedingungen offenbar nicht wirtschaftlich arbeiten kann. Das ist jetzt scheinbar erstmal verschoben worden. Gleichzeitig ist ein Skandal aufgetreten, wo der Menschenrechtsminister offenbar auch eine langjährige Beschäftigte nie in der Sozialversicherung angemeldet hat, was einfach nur nochmal zeigt, wie virulent dieses Problem ist und gerade wie virulent das natürlich in Krisen ist, wenn es keinen doppelten Boden gibt und wenn die einzige Solidarität im Endeffekt die Familie ist oder teilweise das Dorf, das Heimatdorf einer meiner Angestellten, das ist ein kleines Dorf im Süden Marokkos, die quasi wie so eine Art
Fonds haben, wo dann über eine WhatsApp-Gruppe alle ehemaligen Bewohnerinnen und Kinder, die daher kommen, quasi einmalige Spenden tätigen, die dann diesen Dorfbewohnern zugutekommen, die oft halt davon leben, dass einzelne Leute in Fabriken zum Beispiel in den Küstenstädten arbeiten oder im Ausland Geld überweisen. Und auch das ist halt ein Faktor, der stark eingebrochen ist. Diese Remittances, von denen Marokko halt einen sehr großen Teil bekommt, aus Europa vor allem. Und das sind natürlich oft Leute, die auch in Europa ihre Jobs verloren haben oder eingeschränkt haben, weil es häufig relativ einfache Tätigkeiten sind, die natürlich auch in Europa als erstes von der Krise betroffen sind. Und die dann nicht nur die Leute dort betreffen, sondern auch deren Familien, die sehr stark von den Geldüberweisungen aus Deutschland, aus den Niederlanden, aus Frankreich angewiesen sind. Ja. Ja, danke, Bauke. Du hast Migrantinnen erwähnt, Anna. Im Libanon leben über 1,5 Millionen syrische Geflüchtete. Deren Notsituation hat sich wahrscheinlich jetzt auch nochmal verschärft durch das Virus, richtig? Ja, absolut. Ich schulde auf jeden Fall euch noch die Zahlen des Libanon, was Corona-Fälle angeht. Also wir haben Stand heute etwas mehr als 1600 Fälle und 32 Todesfälle. Das heißt, die Pandemie in dem relativ kleinen Land, was der Libanon ja ist, ist eigentlich relativ gut gemanagt worden. Durch die Öffnung des Flughafens, tatsächlich jetzt durch die Rückholung der vielen libanesischen Expatriates, die also im Ausland leben, sind tatsächlich die Fälle angestiegen. Denn wir gehen davon aus, dass es im Libanon 4 Millionen Libanesinnen und Libanesen, aber im Ausland geschätzt ungefähr 14 Millionen gibt. Das heißt, es wurden sehr viele auch wieder zurückgeholt. Wie du gerade aber eben gesagt hast, ist es auf jeden Fall so, dass die Syrerinnen und Syrer, die hier im Land sind, die sowieso schon unter sehr schwierigen Bedingungen hier leben, oft keinen Zugang haben zu Bildung, zu Gesundheitsversorgung, die leiden momentan extrem unter dieser Krise. Denn was wir eben gerade schon gehört haben mit informeller Beschäftigung, trifft definitiv auch auf die Syrer und Syrerinnen zu, denn sie dürfen in vielen Sektoren nicht arbeiten. Es ist sehr eingeschränkt, was sie machen dürfen. Das heißt, es ist eben oft informell, wie sie ihre Familien ernähren. Und das ist direkt eigentlich am Anfang des Lockdowns war es schon klar, dass das die Ersten sind, die eben nichts nach Hause bringen können, kein Geld und auch kein Essen für ihre Familien. Es ist allerdings so, dass die Situation, so wie sie jetzt ist, dadurch, dass das Leid der libanesischen Bevölkerung so stark zunimmt, also die Regierung schätzt, dass nach Corona über 60% der libanesischen Haushalte unter der Armutsgrenze leben werden. Das heißt, die Aufmerksamkeit auf die syrische Flüchtlingsbevölkerung wird immer weniger, beziehungsweise es gibt jetzt eine Konkurrenz am unteren sozioökonomischen Rand sozusagen, wo dieser Wettbewerb voll ausbricht. Denn wer kriegt jetzt die Hilfen und wer kriegt sozusagen die Unterstützung der internationalen Organisationen, der humanitären Organisationen, die hier ja im Land seit fast 10 Jahren sind, da der Krieg in Syrien mittlerweile fast 10 Jahre dauert und Syrerinnen und Syrer sehr früh in den Libanon geflohen sind. Das ist eine Dimension, und die andere Dimension ist dann auch noch die Gastarbeiterinnen, die hier im Land sind. Der Libanon hat ganz ähnlich wie im arabischen Golf, Saudi-Arabien und den anderen Ländern sehr viele Gastarbeiterinnen, oft aus Sri Lanka, Äthiopien und anderen Ländern, die hier arbeiten, die keine Rechte haben hier im Land. Denen wird der Pass abgenommen, wenn sie hier ankommen, und meist auch Hab und Gut abgenommen. Und dann leben sie in so kleinen, ja, ich würde es eher ein Kabuff als ein Zimmer nennen, bei ihren libanesischen Arbeitgeberinnen. Und diese Frauen zum großen Teil sind völlig ausgeliefert, seit der Lockdown angefangen hat und auch seit die Währung so stark verfällt, ist es nämlich so, dass diese Frauen das Geld, was sie sonst nicht für sich nehmen, sondern eigentlich fast komplett nach Hause schicken, dass sie das nicht mehr nach Hause schicken können, durch die starke Beschränkung der Dollar, der US-Dollar im Land, und auch, weil die libanesischen Arbeitgeberinnen kein Geld mehr haben, um ihre Maids, wie sie hier genannt werden, zu bezahlen. Das hat dazu geführt, dass sehr viele eingesperrt sind bei ihren Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen und
Sogar wir jetzt sehen, dass in Beirut tatsächlich Frauen ausgesetzt werden vor der äthiopischen Botschaft. Es schlafen mittlerweile mehrere Dutzend Frauen seit mehreren Tagen unter freiem Himmel, einfach auf einem Koffer, der mit ihnen ausgesetzt wurde vor der Botschaft. Und sie wissen nicht, wohin, denn der Flughafen hat zu weiterhin. Das heißt, sie können nicht zurück nach Hause. Viele von ihnen haben auch nicht das Geld, zurückzugehen, um sich überhaupt ein Ticket zu kaufen. Und auch die äthiopische Regierung hat bis jetzt nicht reagiert. Das heißt, die Situation ist wirklich sehr, sehr dramatisch. Durch den sozusagen Verfall der libanesischen Währung und durch die Bankenkrise rutschen viele an den unteren sozioökonomischen Rand, die dort vorher nicht waren. Also die Angst um die libanesische Mittelklasse ist riesig in der momentanen Situation. Dann sozusagen zusätzlich dazu noch die syrischen Flüchtlinge, die sowieso schon unter prekären Umständen leben hier im Land seit fast 10 Jahren. Und dann sozusagen dazu noch die Gastarbeiterinnen, die wirklich völlig mittellos sind. Okay, danke dir, Anna. Auf die Folgen für die Geschlechterbeziehungen will ich gleich auch noch zu sprechen kommen, aber vorher wollte ich noch mal Christian fragen. Zunächst mal, ihr habt auch in der Türkei viele syrische Geflüchtete, stellt sich die Situation da ähnlich dar? Und dann würde ich dich aber auch, um noch mal auf die ökonomischen Folgen zu sprechen kommen für die türkische Bevölkerung. Bei euch sind ja auch, wie überall, natürlich nicht nur Menschen im informellen Sektor betroffen, sondern auch Menschen, die vorher ganz normal angestellt waren, denn die Arbeitslosigkeit ist ja deutlich gestiegen in der Türkei, auch deswegen, weil der Tourismus ja weitgehend zum Erliegen kam. Und das wird sich ja wahrscheinlich in diesem Jahr nur schleppend erholen. Auch von Deutschland aus ist es so, dass die Türkei ja immer noch als Corona-Risikogebiet gesehen wird. Die Reisewarnung wurde bis zum 31. August verlängert. Wie wirkt sich das aus in der Türkei insgesamt und wie siehst du die Möglichkeiten der Regierung, das abzufedern? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, vielleicht willst du da nochmal etwas detaillierter darauf eingehen. Ja, gern. Also zur Lage der Geflüchteten, das ist natürlich, also das waren zum Teil für viele Leute schon vorher prekäre Zustände. Gerade seit ungefähr einem Jahr dreht die türkische Regierung da ja auch sehr stark an den Daumenschrauben allgemein, also vor allem für Syrerinnen und Syrer, aber auch für Afghanen, Afghaninnen. Also da hat es ja mehrere Abschiebungswellen gegeben und für viele Leute, die in dieser Situation, in denen es jetzt seit einem Jahr ungefähr sehr schwierig geworden ist, zum Beispiel auch ihre Aufenthaltstitel zu verlängern und die ohnehin deswegen schon oft irgendwie ihre Häuser nicht mehr verlassen haben, aus Angst, dass sie sonst der Polizei in die Arme laufen und die sagt, hier, das ist aber abgelaufen und jetzt kommst du gleich mal mit und dann findet man sich in einem Bus nach Idlib wieder. Das hat sich natürlich jetzt noch verstärkt, also eben Leute, die eben sowieso in schwierigen Situationen liegen, die haben dann zum Teil oft auch noch eben ihre meist ja zumindest nicht legalen Beschäftigungsverhältnisse verloren, also von, also gerade unter den Syrerinnen und Syrern, die hier sind, gibt es nur ganz wenige, obwohl sie offiziell arbeiten dürfen, also auch einen offiziellen Job mit Arbeitserlaubnis und allem machen könnten. Die Masse von ihnen arbeitet schwarz, einfach weil sonst eine Beschäftigung nicht zu kriegen ist. Das bedeutet, die fallen natürlich auch aus diesen ganzen Schutzmaßnahmen raus oder den Schutzmaßnahmen, die türkische Regierung beschlossen hat. Da gibt es ein paar, also es gibt auch so eine Art, naja, Kurzarbeitergeld kann man es, glaube ich, nicht nennen, aber es gibt so, also die Unternehmen, die ihre Beschäftigten jetzt eben für diese Corona-Zeit nach Hause geschickt haben, weil ein Entlassungsstopp herrscht. Die bekommen jetzt so eine Art Grundsicherung vom Staat. Die Grundsicherung ist aber, wie Leute oder die Opposition darauf hingewiesen hat, ist halt niedriger, was die Leute zum Teil bekommen würden, wenn sie Arbeitslosengeld beantragen würden. Aber aus diesem System allein schon, also dass es eben nicht besonders viel oder besonders reichlich ist, fallen eben Migrantinnen und Migranten und Geflüchtete eben oft eben auch raus. Und ein besonderes Phänomen, was sich hier auch nochmal eingeht hat, was uns Partnerinnen aus der syrischen Community berichtet haben, dass auch die Gesundheitsversorgung für Leute, die sich mit Corona infiziert haben, zum Teil schwierig zu bekommen ist. Syrerinnen und Syrer, die hier als Geflüchtete registriert sind,
haben ja eigentlich das Recht darauf, irgendwie in der staatlichen Gesundheitsvorsorge irgendwie aufgenommen zu werden. Aber es gab mehrere Berichte, dass eben Leute eben zu Krankenhäusern gegangen sind und da vom Sicherheitsdienst schon an der Tür abgewiesen wurden, also mit der Begründung, man müsste sich jetzt erstmal um die Türken kümmern und für sie wäre eben gerade kein Platz. Also ich glaube, es ist in dieser Krise wie überall, diejenigen, die sozial sowieso die Schwächsten sind, die sind jetzt noch mal schlechter dran als ohnehin. Die wirtschaftliche Lage, das ist, ja, du hast es angesprochen, der Tourismus ist immer noch ein sehr wichtiger Einnahmeposten für die Türkei, vor allen Dingen für Devisen, das ist der Haupteinnahmeposten. Faktor für Devisen und gerade die Devisenkassen der türkischen Regierung sind ja sehr leer nach den letzten 2 Jahren. Ihr erinnert euch ja, wir haben hier schon eine Weile eine wirtschaftliche Rezession gehabt. Es ging jetzt gerade wieder ein bisschen bergauf seit Beginn dieses Jahres, also seit Ende letzten Jahres. Und da ist natürlich jetzt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das jetzt erstmal dahin ist. Arbeitslosenquote, du hast das angesprochen, ist sehr stark gestiegen. Und wie gesagt, das ist nur die Arbeitslosenquote von denjenigen, die im formalen Sektor sind. Die Türkei hat eine riesige verdeckte Arbeitslosigkeit von Menschen, die in der Saisonarbeit arbeiten, also vor allen Dingen in der Landwirtschaft und im Baugewerbe. Also da sind wahrscheinlich auch erstmal sehr viele Jobs verloren gegangen. Und ich glaube, deswegen ist jetzt natürlich auch der Ärger in der türkischen Regierung so hoch, dass eben diese Reisewarnung verlängert wurde. Auch wenn die Bundesregierung immer sagt, ja, es kann ja jeder reisen, wenn er möchte. Also wir verbieten das ja nicht, können wir ja auch nicht. Aber es ist natürlich trotzdem also ein Faktor, dass Leute sich und das Reiseveranstalter sich überlegen, sollte man das machen? Also für Reiseveranstalter, glaube ich, ist das ein Haftungsgrund, ne, wenn man trotzdem die Reise anbietet. Und für Individualreisende ist zumindest ja immer noch die Frage, wenn die Bundesregierung sagt, ja, okay, wir fühlen uns dann aber auch nicht zuständig, sie zurückzuholen. Ja. Was allerdings auch davor schon der Fall war. Und ja, also wenn das bis 31. August bestehen bleibt, also ich meine, dann ist die Saison halt eben rum und die Deutschen sind traditionell nach den Russen die zweitgrößte Gruppe an Touristinnen und Touristen. Ja. Und da Russland noch stärker mit der Pandemie kämpft, fallen da schon mal 2 sehr wichtige Einnahmefaktoren weg. Ja. Ich sehe, es gibt Fragen. Lara, passt das jetzt gerade rein? Willst du die eine Frage vielleicht kurz vorlesen zu China? Ja, danke, Antonie. Genau, es gibt eine Frage, vielleicht für euch alle drei, nämlich ob es internationale Hilfeleistungen gab für die Corona-Behandlung, also wie zum Beispiel in Europa die Meldung über Güter aus China, wie zum Beispiel Mundschutzmasken. Und dann, wie wurden die denn öffentlich-politisch wahrgenommen? Wurde das auch kritisch gesehen? Wie sind die Erfahrungen bei euch? Und vielleicht ein zweiter Aspekt zu dem, was ihr auch bis jetzt geschildert habt, ist, gibt es vor Ort auch sowas wie einen lokalen Christian Drosten? Also gibt es eine wissenschaftliche Beratung, die angefordert, berücksichtigt wird? Mit wem beraten sich die Regierungen vor Ort? Ja, wer möchte anfangen? Vielleicht Anna? Ja, also für die Corona-Hilfe von außen ist es tatsächlich so, dass das völlig überschattet ist, wie gesagt, von den anderen Krisen. Also wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo der internationale Währungsfonds verhandelt mit der libanesischen Regierung über ein Hilfspaket für den kompletten Libanon. Wir reden wirklich von einem Hilfspaket, was das ganze Land stabilisieren soll. Es gab unterschiedliche Stimmen zu dem, wie hier vor Ort umgegangen wurde mit der Krise. Es ist im Libanon so, dass die politischen Parteien sehr stark auch sich um die Gesundheitsversorgung ihrer Anhänger kümmern. Das heißt, es gab als Beispiel einen Ausbruch in einem christlichen Dorf in den Bergen. Da hat sich dann einer der christlichen Führer, Jaja, dafür eingesetzt, dass eben alles im Krankenhaus vorhanden ist, damit vor Ort sozusagen seine Bevölkerung versorgt werden kann. Und so konnte vor Ort der Ausbruch eingedämmt werden. Also wir reden wirklich von einem absoluten Flickenteppich. Es gab auch unterschiedliche Stimmen, die kritisiert haben, dass es immer noch Flüge in den Iran und aus dem Iran gab. Es gibt ja hier starke Verbindungen zur Hisbollah, zur schiitischen Partei,
die sehr stark im Libanon vertreten ist. Und also wir reden wirklich von einem Hilfspaket für das Land momentan. Und das ist auch wirklich notwendig, denn der Notfallplan der Regierung selbst fußt auf einem internationalen Hilfspaket. Also es ist klar, der jetzigen Regierung ist klar, dass sie alleine es nicht mehr schaffen werden, die Wirtschaft vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Es gibt auch die CEDRE-Konferenz, wo internationale Geldgeber unter der Federführung der französischen Regierung Geld versprochen hatten, schon vor längerer Zeit. Auch das ist Teil des Notfallplans der Regierung. Also hier ist wirklich gerade das Ringen groß darum, überhaupt das Land am Laufen zu halten. Interessant ist es über China, dass die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds in den letzten Tagen sehr stocken. Es ist nicht ganz klar, wieso. Es gab unterschiedliche Mitglieder dieser Verhandlungskommission, die jetzt auch zurückgetreten sind. Und momentan heute oder gestern kam die Meldung, dass die Regierung jetzt ostwärts sozusagen schaut, ob sie nicht ein Hilfspaket zum Beispiel aus China verhandeln könnten. Also hier ist eher tatsächlich, geht es wirklich um das nackte Überleben der Wirtschaft, um zu verhindern, dass das Bankensystem zum Beispiel zusammenbricht. Die zweite Frage zur wissenschaftlichen Aufarbeitung im Libanon ist extrem schwierig, denn wir haben wirklich ein Problem mit Datenerhebung. Es gibt sehr wenige belastbare Daten. Also auch zum Beispiel am Anfang deine Zahl der 1,5 Millionen syrischen Geflüchteten ist auch mehr eine Schätzung, da das UN-Hilfswerk seit 2015, der UNHCR seit 2015 nicht mehr registriert. Das heißt, wir schätzen sehr viel und es ist natürlich sehr viel Schattenboxen, wenn man nicht genau weiß, was eigentlich die Zahlen sind und was wirklich momentan das Problem oder wie groß das Problem auch einfach ist. Das heißt, hier ist es vor allen Dingen das Gesundheitsministerium, die haben jetzt auch so eine App, wo man Fragen vor allen Dingen aber stellen kann, also nicht so eine Tracing oder irgendwie, so weit geht es nicht, aber es geht eben um Informationsaustausch. Allerdings ist es eben, wie gesagt, berühmt berüchtigt im Libanon der Fall, dass es an Informationen und an Daten zu kommen extrem schwierig ist. Mhm. Also so einen guten, weiß ich nicht, Medienarzt oder so gibt es hier nicht. Es gibt allerdings tatsächlich den Leiter des Krankenhauses, dieses öffentlichen Krankenhauses in Beirut, das ich erwähnt hatte, das Rafik Hariri Krankenhaus. Und dieser Mann hat in Eigenregie angefangen zu twittern über die Krise und über sein Krankenhaus und was passiert. Und der ist tatsächlich mit zu einer der wichtigsten sozusagen Quellen von Informationen geworden, etwas unverhofft, weil es einfach keine besonders gute Informationslage gibt. Und der informiert sehr viel und sehr weitgehend auch über die Lage. Okay, danke Anna. Bauke, wie ist das in Marokko? Wie steht es da um die wissenschaftliche Beratung der Regierung? Und gab es Hilfen zur Pandemiebekämpfung, waren die Fragen. Genau, ich mach's mal kurz. Die Hilfen, die mir bekannt sind, sind vor allem Spenden von Testkits von verschiedenen europäischen Ländern. Da hatte Marokko am Anfang Probleme genug zu haben, weil anfangs sehr wenig getestet wurde. Mittlerweile gibt es, glaube ich, genug Testkits meines Wissens. Ansonsten ist mir nicht bewusst, dass es andere große Hilfslieferungen von Equipment gab. Zumindest wurde das nicht groß öffentlich diskutiert. Was jetzt diskutiert wird, dass Marokko letzte Woche oder vorletzte Woche gestartet hat, selber Hilfslieferungen an andere afrikanische Länder zu leisten, was natürlich auch sehr gut in dieses Narrativ passt, als Marokko als ein afrikanischer Leader gewissermaßen, da kann ich nicht genau beurteilen, wie stark das PR ist und wie stark das tatsächlich substanzielle Hilfen sind. Mhm. Was den marokkanischen Christian Drosten angeht, muss ich leider auch enttäuschen. Wir haben allerdings, also nicht wir, es gibt einen sogenannten Slawi Monsef, der jetzt von Trump beauftragt wurde, das amerikanische Gegenmittel, Impfmittel, Impfstoff herzustellen. Und der hat marokkanische Wurzeln, was hier sehr groß diskutiert wurde in den Medien, dass quasi jetzt unser Mann in Washington diesen Impfstoff herstellt. Ansonsten sind die wissenschaftlichen Beratungen, die sicherlich stattfinden, finden in einer Art Blackbox statt. Darüber gibt es leider kaum öffentliche Debatten, anders als in Deutschland, wo es halt im Endeffekt alles, was man mitkriegt, ist dann immer nur das, was hinten rauskommt, als ein Communiqué de Presse, als irgendein Statement der Ministerien.
aber relativ wenig Debatte, was leider meines Eindrucks auch dazu führt, dass es manchmal einfach an Wissen mangelt, dass sehr stark zum Beispiel mit dieser Desinfektion, dass so Trucks durch die Straßen fahren und alles und jeden, der da steht und geht, desinfizieren, was sehr gut aussieht und sicher auch nicht schädlich ist, gleichzeitig nach meiner Einschätzung jetzt auch nicht der Gamechanger ist im Kampf gegen die Pandemie, dass man die Straßen desinfiziert. Aber die Leute schwören sehr stark darauf und schaden tut es sicher nicht. Ja, es verstärkt wahrscheinlich das Vertrauen. Christian, willst du noch kurz auf die beiden Fragen antworten? Wir haben dann auch noch weitere Fragen und ich habe auch noch hier ein paar. Christian? Ja, klar. Genau, also ein Christian in der Türkei gibt es natürlich nur einen. Aber es gibt tatsächlich... Drosten war die Frage, Christian. Ach so, ja, keine Ahnung. Da kann ich nicht selbst. Nein, aber es gibt tatsächlich, die Regierung hat sich relativ schnell einen wissenschaftlichen Beirat geholt. Und der auch wirklich aus Fachleuten besteht und nicht, wie es sonst hier oft üblich ist, aus Leuten, die halt irgendwie der Regierung nach dem Mund reden. Allerdings tritt dieser Sachverständigenrat nicht selber an die Öffentlichkeit. Und es gab immer wieder Berichte, wie wahr die sind oder nicht, kann man leider nicht nachprüfen oder ich kann es nicht nachprüfen aktuell, dass es schon auch in diesem Sachverständigenrat eben sehr viel Unmut darüber gegeben hat, dass da Sachen empfohlen wurden, der Gesundheitsminister zum Teil auch dafür war, die umzusetzen und dann der Präsident das aber gekippt hat. Und deswegen eben zum Teil auch so Entscheidungen zustande gekommen sind, die dann ja, völlig abrupt waren. Also zum Beispiel letztes Wochenende, glaube ich, war das, oder vorletztes Wochenende, sollte es dann nochmal eine Ausgangssperre geben. Das wurde dann irgendwie so donnerstags nachts kommuniziert. Die sollte freitags nachts anfangen und dann ein paar Stunden später hat der Präsident dann verkündet, dass er gesagt habe, das reicht jetzt und das gibt es jetzt nicht. Wer aber so ein bisschen hier Drosten-like zum Star aufgestiegen ist, ist der türkische Gesundheitsminister. Der hat tatsächlich ein sehr gutes Image erarbeitet, auch kommt auch in den Umfragen jetzt auf einmal sehr gut weg, war davor relativ unbekannt. Aber auch da gibt es wieder Spekulationen, dass das vielleicht dem Präsident oder anderen Leuten im Kabinett nicht ganz so recht ist, dass da jemand die Shows stiehlt. Das hat aber wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Erdogan, der sonst ja sehr, sehr präsent in den türkischen Medien ist, also mindestens eine Rede pro Tag hält, die im Fernsehen übertragen wird, sich seit Beginn der Pandemie sehr stark von der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Wofür es wahrscheinlich zwei Gründe gibt. Das eine, weil er selber vermutlich Risikogruppe ist, weil er ja vermutlich eine Vorerkrankung hat, wahrscheinlich Krebs. Und das zweite, aber vielleicht auch, falls das Ganze nicht so erfolgreich gelaufen wäre, dann wollte er damit nicht in Verbindung gebracht werden. Das hat sich jetzt bei den letzten Wochen wieder ein bisschen gewandelt, eben glaube ich, eben auch um diesen Gesundheitsminister da nicht in ihre, also nicht zu sehr im Rampenlicht stehen zu sehen. Was die internationale Hilfe angeht, ist es hier ein bisschen umgekehrt. Und zwar, die Türkei versucht zwar jetzt schon länger gutes Wetter mit China zu machen, aber es sind auch sehr kritische Artikel über die chinesische Rolle erschienen, inklusive ganz am Anfang der Pandemie auch durchaus gemischt mit sehr viel Rassismus, also dass eben Leute auf der Straße, die asiatisch aussehen, angegangen wurden. Die Türkei hat versucht, das selber zu nutzen für so Corona-Diplomatie und hat ihre eigenen Schutzausrüstung, Masken, Beatmungsgeräte, Medikamente in verschiedene Länder exportiert. Also von Somalia bis nach Deutschland sind ja auch Sachen gegangen, wo Heiko Maas dann auf einmal sagte, das muss man zurückschicken. Auch ein bisschen gaga. Und dann aber, oder Großbritannien ganz viel. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen diese Idee, mit der die türkische Regierung aus dieser Corona-Pandemie hervorgegangen ist, nämlich diese Idee, das ist jetzt der große Einschnitt für die Weltordnung, für die Weltpolitik. Danach wird alles anders sein. Ich bezweifle das ja noch. Aber das ist die türkische Idee. Und da sich das jetzt alles umgestaltet, die USA fällt auseinander, die Chinesen sind die neue Macht. Wir werden eine der wichtigen gestaltenden Mächte sein. Und wir fangen damit schon mal an, indem wir zeigen, dass wir allen Ländern hier helfen können und Schutzausrüstung verteilen. Okay. Ich würde gerne, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, Christian, auf die Frage kommen, ob sich Diskriminierung von Minderheiten verstärkt hat jetzt im Zuge dieser Krise.
Denn das beobachten wir ja als weltweiten Trend, gerade da, wo das Krisenmanagement nicht so gut funktioniert, dass wir sehen, dass es eben bestimmte Gruppierungen zu Sündenböcken erklärt werden. Frage an euch alle drei, ob das in den Ländern, in denen ihr lebt, auch so ist. Und daran anschließend möchte ich gleich die Frage nach den Geschlechterbeziehungen, auch wenn es hier oft zu früh ist, weil wir da ja natürlich auch noch keine Daten haben. So liegt doch, also gibt es doch viele Studien, die sagen, die Corona-Krise und die Antworten auf die Corona-Krise haben sozusagen die Chancenungleichheiten zwischen den Geschlechtern verstärkt. Es ist ganz klar, das Homeschooling hing oft an den Frauen, die ihre Jobs aufgegeben haben, die sie dann in einer Situation der wirtschaftlichen Krise so schnell auch nicht wiederbekommen werden. Dann ist vielfach beobachtet worden, dass häusliche Gewalt zugenommen hat, etc. Das heißt also, wir haben negative Auswirkungen auf die Geschlechterbeziehungen und wir haben es teilweise mit einer Zunahme an Diskriminierung zu tun. Würdet ihr das bestätigen oder sagt ihr, kann man so in unseren Ländern jetzt noch nicht sagen, haben wir zu wenig Daten? Anna, ich fange wieder mit dir an. Ja, absolut. Also die Frage hat ja zwei Teile. Also ich denke, die Diskriminierung gegen Minderheiten, was ich eben gerade auch schon mal erwähnt habe, die Gastarbeiterinnen, die eben alle nicht aus dem Libanon stammen, sind da sicherlich ganz stark zu erwähnen, die da leiden unter der Krise. Aber wie gesagt, vor allen Dingen unter der Wirtschaftskrise. Aber natürlich sozusagen gepaart mit der Corona-Krise durch zum Beispiel die Schließung des Flughafens, der jetzt seit Monaten wirklich komplett zu ist und nur für den Handel geöffnet ist. Das heißt, da kommen diese beiden Faktoren zusammen. Viele der Syrerinnen und Syrer, die in Lagern leben, in Camps leben, sind völlig ausgeliefert, da die Lebensbedingungen in diesen Lagern extrem sich anbieten, dass sich der Virus dort ausbreitet. Also viele, viele Familien auf engstem Raum zusammen, sehr schlechte Hygieneversorgung. Und sollte in diesen Lagern der Virus wirklich ausbrechen oder das Virus ausbrechen, dann sehe ich da wirklich eine dramatische Lage, die sich abspielt. Denn diese Leute werden dann wahrscheinlich in ihren Lagern eingekesselt und eingeschlossen und es wird gewartet, bis sozusagen der Ausbruch vorbei ist. Das ist die große Befürchtung, die noch bevorsteht. Man versucht momentan dagegen zu arbeiten. Wir arbeiten auch mit einer Gruppe von Frauen zusammen, die versucht, in diesen informellen Lagern sozusagen mit den Frauen zusammenzuarbeiten, zu informieren über den Virus. Was kann man machen, wenn man denkt, dass man krank ist? Was sollte man tun, auch wenn man nicht krank ist? Wie kann man die Frauen dabei unterstützen, wirklich an der Basis und ganz, ja, ganz lokal sozusagen zu reagieren? Aber die Diskriminierung gerade dieser beiden Gruppen ist natürlich durch die Krise extrem gestiegen. Der Gender-Aspekt bzw. die Veränderung der oder die Verschlechterung auch der Situation durch die Pandemie ist für mich ganz klar. Allerdings muss ich dazu sagen, ich fand es wichtig, dass solche Themen endlich mal breit öffentlich diskutiert wurden, nämlich zum Beispiel die Tatsache, dass nicht für jeden sein Zuhause oder ihr Zuhause sicher ist, denn es gibt Gewalt in diesen Haushalten und die ist durch die Pandemie extrem verschärft worden, auch nochmal durch den Druck, dass die Arbeit verloren ist oder dass man eben nicht raus kann, dass man das alles zusammensitzt. Und es war für mich auch nochmal wichtig, diese Diskussion auch wirklich öffentlich und breit zu führen, dass viele Menschen auch Angst haben, zu Hause zu sein und gerade eben auch Frauen. Es ist auch, denke ich, wichtig, nochmal zu sagen, dass ein Großteil, also die Mehrheit global des Gesundheitspersonals Frauen sind, die natürlich dann auch nochmal mehr betroffen sind von der Gefahr, sich zu infizieren. Und wie du es auch gesagt hast, dass Frauen eben oft informell arbeiten beziehungsweise wenig oder gar nicht bezahlte Arbeit machen, die dann natürlich in so Zeiten wie einer Pandemie dann sofort auch davon betroffen ist und eben auch wieder der Weg zurück in die Arbeit dann sehr, sehr lange ist. Das heißt also, ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, das auch nochmal klar rauszustellen, dass diese Diskussionen, die jetzt da sind, die uns als Feministinnen und Feministen klar waren, was die Missstände sind, das wurde jetzt wirklich nochmal verschärft dargestellt und auch nochmal breit öffentlich diskutiert. Und ich denke, da wird noch viel Arbeit
passieren müssen, damit es eben auch eine Antwort auf die Pandemie gibt, die eben diese feministische Dimension auch hat und das mit berücksichtigt. Denn nur so können wir wirklich auf die Pandemie antworten. Ja, ja, absolut. Bauke, wie sieht die marokkanische Perspektive darauf aus? Ja gut, auch hier kann man deutlich sagen, dass die Krise oder die Pandemie und der Lockdown natürlich Ungleichheiten, Diskriminierungen, die in der Regel natürlich vorher existiert haben, weiter verschärft oder teilweise auch sichtbarer gemacht haben. Das gilt ganz sicherlich für die Gruppe von Migrantinnen, die es deutlich schwerer haben, vor allem ökonomisch, die quasi keinerlei Bewegungsfreiheit mehr haben und deren Überleben sehr stark natürlich an kleinen Tätigkeiten gebunden war, die quasi nur mobil möglich waren, indem man Sachen verkauft hat, indem man als Gelegenheitsarbeiter gearbeitet hat. Und dasselbe wird natürlich auch vermutet für Geschlechterverhältnisse, Gewalt gegen Frauen. Hier gibt es allerdings bisher keine wirklich belastbaren Daten. Wenn es schon vor der Krise haben eine offizielle Erhebung der Regierung bestätigt, dass über 50% der verheirateten Frauen angegeben haben, von häuslicher Gewalt betroffen gewesen zu sein oder zu sein, was schon so erschreckend ist. Und man kann nur sehr stark annehmen, und das ist auch das, was unsere Partnerinnen und Partner aus der Zivilgesellschaft sagen, dass sich das stark verschärft hat, vor allem durch den Fakt, dass natürlich viele Wohnungen eigentlich nicht dafür angelegt sind, dass man da den ganzen Tag verbringt. Das sind Wohnungen, die für eine Familie mit mehreren Kindern, eventuell noch der Oma oder dem Opa, und in dem natürlich oft gemeinsam in einem Raum geschlafen wird, in dem es eine Küche und vielleicht noch einen kleinen Raum gibt. Und das funktioniert, wenn ein Großteil der Familie den Großteil des Tages außer Haus verbringt und arbeitet oder auf der Straße spielt. Wenn das nicht mehr gegeben ist, ist das natürlich aus engstem Raum sehr explosiv und trifft sicherlich die vulnerabelsten Personen, was in der Regel Frauen und Mädchen sind, und die dann oft natürlich wegen dieser Ausgehgenehmigung, die jetzt auch nicht jeder Person, sondern namentlich erteilt wurden, und dann natürlich oft auch dem Haushaltsvorstand, also dem Mann, der diese Ausgeherlaubnis hatte und damit einkaufen rausgehen konnte, und die Frau, das natürlich nicht in allen Fällen, ganz klar, aber in vielen Fällen deutlich schwieriger konnte, dadurch natürlich auch schwieriger andere Leute, andere Frauen sehen konnten, um vielleicht Unterstützung anzufordern, was auch zu der bizarren Situation geführt hat, dass zwischenzeitlich die Regierung Zahlen rausgegeben hat, dass die Delikte von sexueller Gewalt stark gesunken seien während der Krise, was natürlich dem geschuldet war, dass sie nicht mehr angezeigt wurden, aber was jetzt auch eine, das ist natürlich nicht repräsentativ, es ist eher eine Erhebung über soziale Medien einer Bewegung, der Organisation, die sich Masak Tash nennen, eine feministische Bewegung, ergeben haben, ist halt sehr viele Aussagen oder Témoignage von Frauen, die halt sehr stark unter diesem Confinement und dann natürlich der Gewalt ihrer Partner oder anderer Männer im Haushalt gelitten haben. Und ja, das ist ein Problem. Es gibt Unterstützungsangebote von verschiedenen NGOs, die Hotlines haben, die Beratungszentren haben. Aber auch das stelle ich mir nur vor, wenn die Wohnung sehr eng ist, dann mag man ein Telefon und eine Nummer haben, aber kann deshalb trotzdem noch nicht zwangsläufig ein vertrauliches Gespräch so leicht führen und erst recht vielleicht nicht rauskommen und zum Beispiel in ein Frauenhaus gehen oder zur Polizei. Ja. Okay, jetzt hätte ich gerne auch noch Christian befragt, aber der ist leider, der hat technische Probleme und versucht wieder zu uns zu stoßen. Er konnte uns eben nicht mehr hören. Lara, in der Zwischenzeit kannst du uns die nächste Frage vorlesen? Ja, gerne. Es gibt einige Fragen, die sich jetzt, glaube ich, die Menschen sich angehört haben, was ihr so berichtet von der Situation vor Ort und wo es jetzt Fragen gibt. Wie geht denn die Zivilgesellschaft damit um? Also gibt es erfolgreiche Selbstorganisationen? Bilden sich zivilgesellschaftliche Bewegungen, die sich einerseits selber helfen, aber die andererseits auch, was da vor sich geht, die Maßnahmen zur Pandemie kritisch begleiten? Und hat das vielleicht sogar auch ein transformatives Potenzial?
Okay, da Christian jetzt nicht da ist, mache ich mal wieder mit dir weiter, Anna. Alles klar. Also im Libanon ist es natürlich eine etwas schwierigere Frage, eben dadurch, dass im Oktober letzten Jahres diese Massenproteste begonnen haben. Das heißt, wir waren sowieso schon in einer Phase des Aufbruchs beziehungsweise des Anprangerns der Missstände im Land. Und ich persönlich lebe seit mehreren Jahren im Libanon mittlerweile und ich habe die libanesische Zivilgesellschaft wie in einem Freudentaumel erlebt. Also es war das erste Mal, dass die Zivilgesellschaft tatsächlich ein breites Publikum gefunden hat für ihre vielen Publikationen und die viele wichtige Arbeit, die sie machen. Da es sonst eher für einen interessierten Kreis und für internationale Organisationen und vielleicht auch Gleichgesinnte produziert wurde, war auf einmal der Wissenshunger groß unter den Libanesinnen und Libanesen. Was sind eigentlich unsere Rechte und was steht eigentlich in der Verfassung und wie verhält es sich eigentlich mit diesen ganzen Eliten und ist das eigentlich alles rechtens? Und das wirklich angeprangert wurde, auch auf großem Niveau, das hat eigentlich ja schon im letzten Jahr begonnen und dadurch ist die Corona-Pandemie sozusagen noch ein Thema, was aufgegriffen wird, was auf jeden Fall auch kritisch bewertet wird. Es wurde auch kontrovers diskutiert. Also es gab auch diejenigen, die gesagt haben, die Regierung hat eigentlich gut reagiert, auch wenn sie ansonsten für alles kritisiert wurden. Dann gibt es die Stimmen, die eben aber auch sagen, wir haben so große andere Probleme, dass wir jetzt nicht die Regierung loben wollen für die Antwort auf diese Pandemie, da die anderen Probleme einfach viel schwerer wiegen. Es ist schon so, dass die Antwort auf die Krise an der Zivilgesellschaft stark diskutiert wird und dass es auch Projekte gibt, die sich, wie gesagt, auch versuchen, darum zu kümmern. Ich hatte eben gerade das kleine Beispiel genannt mit einem unserer Partnern in der BK-Ebene, wo die meiste Zahl, also absolute Zahl syrischer Geflüchteter lebt, die dort eben versuchen, Frauen zu stärken, verstärkt in ihren Communities eben über das Virus aufzuklären und auch dort vor Ort eben sein zu können. Das sind natürlich keine Ärztinnen und Ärzte. Allerdings geht es, glaube ich, auch vor allen Dingen um das Wissen, wie man sich schützt, wie man andere schützt, wie man umgeht mit der Pandemie. Aber die Zivilgesellschaft ist vor allen Dingen eben auch immer noch dabei, das System an sich zu kritisieren. Und die Proteste haben wieder angefangen. Jetzt, nachdem die Maßnahmen gelockert wurden, es wurde nochmal ein 4-tägiger Lockdown verkündet aus dem Nichts im letzten Monat, weil das genau die 4 Tage waren, wo die wichtigsten Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds stattfanden. Da gab es dann natürlich den Gedanken, dass das vielleicht eher was damit zu tun hat, denn ein Virus in 4 Tagen nochmal einzudämmen, das ist natürlich eigentlich unmöglich. Also es gibt auch schon die Diskussion darüber, inwiefern die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nämlich auch eben politisch motiviert sind und ob es nicht eigentlich der Interimsregierung, die hier jetzt gerade herrscht, die hier gerade an der Macht ist, ob es nicht auch sozusagen vorteilhaft sein kann, wenn eben Maßnahmen verkündet werden, dass man eben sich nicht treffen darf, dass Menschen nicht auf der Straße zusammen sein dürfen. Und das wurde aber in den letzten Tagen wieder sozusagen durch die Demonstrationen einfach auch aufgehoben und es wurde eben auch nicht darauf gehört. Klar, die Menschen haben auch Masken getragen teilweise, aber eben auch viele nicht. Denn der Unmut und der Wut über die Krise ist so groß, größer als die Angst, sich zu infizieren. Und es ist eben vor allen Dingen auch die Angst davor, was noch kommt. Also wirklich die Armut, die wirklich steigt. Und die Leute sagen, warum sollen wir Angst haben vor dem Virus, vor Corona? Wir werden eh sterben an Hunger oder an anderen oder wegen anderen Dingen. Und ich glaube, das ist wirklich momentan auch die Stimmung im Land. Also die Stimmung im Land ist, Corona ist ein Problem, aber die wirklich großen Probleme sind ganz andere. Ja, ja. Okay, auf die politischen Folgen sozusagen und auch die Instrumentalisierung der Corona-Maßnahmen würde ich gleich gerne noch zu sprechen kommen. Aber erstmal möchte ich Christian, der jetzt wieder da ist, die Möglichkeit geben, auch nochmal was zu sagen zum Thema Auswirkungen auf die Geschlechterbeziehungen in der Türkei. Und vielleicht kannst du gleich anschließen, wir hatten eine Frage hier aus dem Publikum, inwieweit es zivilgesellschaftliche Initiativen gibt, die jetzt eben aktiv zur Eingrenzung der Pandemie arbeiten, vielleicht auch so eine Art Aufbruch
ja, in der Zivilgesellschaft, also Corona sozusagen, die Pandemie auch als Chance der Selbstorganisation etc. Das würde ich dich beides gerne noch fragen. Ja, ich freue mich, zurück zu sein. Geschlechterverhältnisse, also gab es auf jeden Fall zwei Dinge, die ganz klar in den Vordergrund getreten sind. Das eine war gleich zum Anfang der Pandemie, gab es eine große öffentliche Diskussion, angefeuert durch den Minister für religiöse Angelegenheiten, also im Prinzip den Chef-Imam hier, der in einer Predigt verkündet hat, dass Corona also im Prinzip eine Strafe für schwul-lesbisches Verhalten wäre durch die LGBTI-Community und das doch dringend eingegrenzt werden müsste. Da brannte dann eine größere öffentliche Diskussion, wo sich dann der Präsident hinter diesem Minister gestellt hat und verschiedene Leute aus verschiedenen Anwaltskammern, die dagegen geklagt haben, selber dann mit Klagen überzogen wurden, was jetzt noch weitere Folgen nach sich ziehen wird, dadurch, dass die Regierung zum Beispiel versucht, jetzt eben die Leute, die Oppositionellen in diesen Kammern zu entmachten. Das war das eine, das eben auch wirklich so, das genutzt wurde für Hate Speech. Und das andere natürlich ganz klar, also die Türkei als ein Land, in dem auch gerade so Sorgearbeit ohnehin sehr ungleich verteilt ist, in der wirklich sehr, sehr viele Frauen nicht berufstätig sind, weil sie in der Regel eben die Hausarbeit übernehmen oder Pflege entweder für ältere Verwandte oder Sorge eben für Kinder, weil es eben sehr wenige, also Kindergärten gibt überhaupt und auch vor allem die meisten sind privat, das kann sich fast niemand leisten. Da ist das natürlich nochmal viel stärker in den Mittelpunkt getreten, dass das eben vor allen Dingen an den Frauen hängen geblieben ist. Und also ich glaube nochmal in einer wesentlich stärkeren Form, als das in Deutschland der Fall war. Und ein ganz bestimmter Aspekt davon ist auf jeden Fall auch Gewalt gegen Frauen gewesen. Das ist ja ein Problem, was auch in der Türkei, nicht nur in der Türkei, aber sehr virulent ist. Und es gibt keine richtig offiziellen Zahlen dazu, aber Partnerorganisationen von uns, die zu diesem Thema sehr langjährig schon arbeiten, die sagen auf jeden Fall, dass die Anrufe bei ihren Hotlines irgendwie oder Ansprachen über ihre Webseiten extrem zugenommen haben. Das ist auch ein Grund, warum wir also Gelder, die wir eigentlich für andere Projekte vor Corona geplant hatten, irgendwie umprogrammiert haben, um da vor allem die Unterstützung zu erhöhen. Wir haben jetzt gerade ein, wie ich finde, sehr originelles oder gutes Projekt gestartet, eben auch hier in einer Großstadt nahe Istanbul, wo in den Apotheken jetzt die städtischen Apotheker im Prinzip Frauen, die bei ihnen einkaufen, Infomaterialien mitgeben irgendwie und eben auch Hinweise daran dazu, an wen sie sich wenden können, wenn sie eben selber von häuslicher Gewalt betroffen sind. Und das ist, glaube ich, gerade eben in diesen Lockdown-Situationen an den Wochenenden ein Problem gewesen. Wie gesagt, jeder ist davon ein bisschen mitgenommen worden, aber es ist halt, glaube ich, ein großer Unterschied, ob man alleine irgendwie oder zu zweit in seiner normal großen Wohnung ist oder aber wie viele andere Leute hier auch in sehr beengten Verhältnissen leben. Das ist das die Gewaltfrage. Was war das andere Geschlecht? Dann ging es nochmal um zivilgesellschaftliche Initiativen, die vielleicht auch einige Maßnahmen kritisch sehen. Kam eben noch eine Frage in der Türkei. Hat das auch so einen Boost ein bisschen für die Zivilgesellschaft bewirkt, die ganze Situation? Also einen Boost sehe ich nicht so. Das ist, glaube ich, aber auch verständlich. Der Druck, unter dem die Zivilgesellschaft jetzt hier seit mehreren Jahren, also spätestens seit 2016, aber eigentlich schon seit 2013 steht, hat natürlich viele Strukturen eben sehr stark ausgehöhlt und hat eben auch die Kraft aus vielen Gruppen rausgezogen. Es gibt natürlich Organisationen, die sich weiterhin darum kümmern, gerade Versorgung von Geflüchteten, Versorgung auch von armen Familien, sich da engagieren. Es hat tatsächlich Initiativen gegeben, die nicht von der Zivilgesellschaft ausgingen, sondern die eben vom Staat ausgingen oder entweder vom Zentralstaat, beziehungsweise zuerst eigentlich von den oppositionell regierten Stadtverwaltungen. Also hier in Istanbul zum Beispiel wurde eine Spendenkampagne aufgelegt von der Stadt im Prinzip, um ärmere Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen. Das hat der Zentralstaat dann
erstmal unterbunden, um dann seine eigene, sehr nationalistisch gefärbte Spendenkampagne aufzulegen unter dem schönen Titel Die Türkei, wir sind uns selbst genug. Also als Hinweis darauf, dass man eben nicht den IWF braucht, dass man nicht irgendwie Hilfen aus dem Ausland möchte. Aber was jetzt hier, das wurde gestartet von so ein paar jungen Leuten, zuerst in Izmir und hat sich dann verbreitet auch in Istanbul. So eine Möglichkeit ist eine Webseite, wo Leute relativ anonym ihre Rechnungen eingeben können, also für Wasser, für Strom, für Gas. Man selber kann einfach sich da eine Rechnung rauspicken, also eine ganz niedrige oder eine ganz hohe, und kann dann halt seine Kreditkartendaten eingeben und kann die begleichen für andere Leute. Und das haben auch sehr viele gemacht. Also da sind jetzt schon auch, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, wie viel sie aktuell sind, aber ich glaube, letzten Monat war es schon über 1 Million Euro, die da allein in Istanbul zustande gekommen sind. Also solche Initiativen hat es gegeben. Und es gibt natürlich auch sehr viel Drive durchaus der Zivilgesellschaft, eben zu gucken, was macht diese ganze Pandemie und diese ganzen Sachen machen mit Demokratie, mit Menschenrechten. Auch das ist natürlich etwas, das wir als Stiftung unterstützen. Wir haben da so einen extra Call gemacht unter der Zivilgesellschaft, um zu sagen, okay, wir wollen jetzt extra nochmal Corona-bedingte Projektaktivitäten fördern, und da gab es auch einen riesigen Ansturm. Also wir konnten nur so 10 Projekte finanzieren, aber Anträge hatten wir ungefähr 100. Also da ist schon viel, es passiert schon immer noch einiges, aber dass es jetzt so ein richtiger Drive wäre, dass die Zivilgesellschaft wieder aufblüht, das sehe ich leider nicht. Mhm. Okay. Ja, das war schon eine gute Überleitung zu meiner Frage eben auch auf die politischen Folgen der Pandemie. Weltweit beobachten wir das ja, dass Menschen in Sorge sind oder befürchten, dass eben die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auch instrumentalisiert werden, dass die Zunahme an Überwachung dauerhaft ist und eben es jetzt auch zu einer Einschränkung von Meinungsfreiheit kommt oder weiteren Einschränkungen der Meinungsfreiheit in vielen Ländern und dass sich eben die Handlungsspielräume der Zivilgesellschaft auch weiter verengen. Anna, du hast es eben schon angedeutet, dass das beim Libanon so gesehen wird. Wie ist das in Marokko, Bauke? Wird es da auch so gesehen? Ja, ich meine, es sind natürlich in Marokko vor allem Befürchtungen, die im Raum stehen, dass durch den aktuellen Notstandsgesetzgebung, die ja in Kraft sind, dass das eine mögliche Vorlage sein könnte, um Meinungsfreiheit und Handlungsspielraum von Zivilgesellschaft weiter einzuschränken. Man muss dazu sagen, dass es natürlich jetzt nicht, ich sehe das nicht als den Game Changer. Es ist, wenn dann in der Kontinuität von Maßnahmen, die auch in den letzten Jahren ergriffen wurden, die es in Bereichen schwieriger gemacht hat, kritische Zivilgesellschaftsarbeit zu machen oder kritische Diskurse in der Öffentlichkeit zu führen. Und diese Befürchtungen werden auch von Partnerinnen von uns immer wieder geäußert. Den jetzt, was heißt konkreter Anlass oder Indikation, die ich bisher gesehen habe oder die ich teilen kann, ist ein Gesetzentwurf für so eine Art Anti-Fake-News-Gesetz. Oder es ist offiziell ein Gesetz, was Falschinformationen in den sozialen Medien regulieren soll und was unter anderem halt Fake News unter Strafe stellt, aber auch jede Art von Boykott aufrufen. Und das ist wiederum ein Verweis zu dem recht erfolgreichen Boykottkampagne, die es in Marokko 2018 gegeben hat. Und wie gesagt, das ein bisschen, was daran komisch wirkt, ist halt, dass einen Tag, bevor dieser Lockdown verkündet wurde, dieser neue Gesetzentwurf in einem Eilverfahren in der Kabinettssitzung beschlossen wurde, aber dann nicht wie sonst üblich veröffentlicht und ans Parlament überwiesen, sondern weiterhin unter Verschluss gehalten und erst dann einen guten Monat später in Teilen geleakt wurde. Und daraufhin brach dann halt auch vor allem unter Zivilgesellschaftsleuten sehr starke Kritik aus, dass das im Endeffekt, gerade weil die sozialen Medien hier in Marokko einer der, sag ich mal, der letztmöglich freien Meinungsräume sind, weil in den Medien oft viele Aspekte nicht, also in den traditionellen Medien viele Aspekte nicht so sehr zur Geltung kommen oder nicht diskutiert werden. Und natürlich ein relativ vage formulierte Fake News Gesetz schon Handhabe bietet, alle möglichen Sachen zu kriminalisieren und natürlich auch gerade ein Boykottaufruf, Verbot gegen was auch immer
natürlich sehr allgemein angewendet werden konnte. Diese Entrüstung in der Zivilgesellschaft hat dazu geführt, dass dieser Gesetzentwurf erstmal auf Eis gelegt wurde und formell in eine weitere interministerielle Kommission zur Beratung überführt wurde, wo sie jetzt erstmal seiner Dinge hat, aber er ist natürlich nicht vom Tisch und es ist nicht auszuschließen, dass er auch irgendwann wieder rausgeholt wird. Ansonsten politische Auswirkungen, die ich beobachte, ist halt eher, dass es eine weitere Schwächung von gewählten Institutionen in Marokko gibt. Die Exekutive war schon vorher sehr, sehr stark und das Parlament relativ schwach. Auch die gewählten Räte in den Städten und Kommunen waren relativ schwach. Aber jetzt durch die ganzen Maßnahmen im Kampf gegen Corona hat das sicher noch mehr zugenommen und das Parlament und die Parteien sind zumindest nach meiner Beobachtung noch unbedeutender geworden. Und das wäre, finde ich, sozusagen die große Aufgabe, wo ich befürchte, dass sie halt nicht so gut gelingt, das jetzt zu überführen und zum Beispiel nicht in die Hand, was jetzt halt der Fall ist, gibt einen Ansatz, dass jetzt auch sagen lokal Städten und Gemeinden entscheiden können über Maßnahmen. Allerdings entscheiden können dann nicht die gewählten Institutionen, sondern die parallel existierenden Institutionen, die im Endeffekt dem Innenministerium untergeordnet sind und quasi Gouverneure etc. Sprich, das sind im Endeffekt weiterhin die Strukturen der Exekutive und nicht die gewählten Repräsentanten, die es parallel dazu gibt, die diese Entscheidungen treffen und dadurch natürlich auch besser legitimieren könnten. Und ja, gerade mit Blick auf die Wahlen, die nächstes Jahr anstehen, national, regional, lokal, wäre es natürlich toll, diese Chance zu nutzen. Ich hoffe, das geschieht. Aber im Augenblick sehe ich nicht wirklich eine Indikation dafür, dass es sozusagen einen Shift zurück gibt, mehr Kompetenzen und auch mehr Beteiligung vor allem und Informationen, die halt oft nicht fließt, an gewählte Abgeordnete und Institutionen zu geben. Okay, danke, Bauke. Ich würde gern Christian und Anna auch die Möglichkeit geben, auf die Frage nochmal kurz zu antworten. Bitte fasst euch kurz, weil wir noch ein paar Fragen auch aus dem Publikum haben, die ich gern auch nochmal aufgreifen würde. Also kurz und knapp politische Auswirkungen nochmal der Krise. Christian, du hattest es eh schon angedeutet, aber vielleicht willst du da noch was hinzufügen. Anna, du auch. The floor is yours. Fangen wir mit dir an, Anna. Also die politischen Auswirkungen hatte ich eben schon kurz angesprochen. Also dadurch, dass wir jetzt diese Regierung haben, die versucht sozusagen, oder die versprochen hat, innerhalb von 100 Tagen große Lösungen zu finden, für die ist es natürlich schwierig. Und für die war der Lockdown zum Beispiel eigentlich eine gute Chance, nämlich zu arbeiten, während die Menschen eben nicht demonstrieren konnten. Von daher denke ich, dass wir jetzt, wenn die Proteste wieder richtig beginnen und auch teilweise gewaltsam ablaufen, die Regierung extrem unter Druck kommen wird. Es gibt aber auch noch die Politik der internationalen Hilfe oder die Politik der humanitären Hilfe hier im Libanon. Und eine Nachricht, die ich ganz klar gehört habe von syrischen Partner und Partnerinnen, ist, dass diese Lokalisierungsagenda, die seit mehreren Jahren sozusagen in der internationalen Zusammenarbeit und auch in der humanitären Hilfe stärker gepusht wurde, also dass lokale Akteure mehr Mitspracherecht bekommen sollen, dass INGOs, also internationale große NGOs, eigentlich weniger sozusagen involviert sein sollen. Das wird seit mehreren Jahren eigentlich versucht und dass die Corona-Krise gezeigt hat, dass das eigentlich gescheitert ist. Denn sehr, sehr viele ausländische Mitarbeiterinnen von diesen großen Organisationen sind ausgereist am Anfang der Pandemie und dadurch ist extrem viel nicht passiert, was eigentlich hätte passieren können, wenn es eben in den Händen der Lokalen liegen würde, das zu entscheiden und diese Hilfen zu verteilen. Das heißt, es gibt also auch nochmal, finde ich, die Dimension dieser Krise, die gerade in einem Land wie dem Libanon, wo es viele Internationale gibt, die hier arbeiten in dieser großen, Krisensituation durch den Krieg eben im Nachbarland, dass das auch nochmal gezeigt hat, wie die Machtverhältnisse eigentlich sind und wie es eben verteilt ist, die Entscheidungsgewalt. Und ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ich meine, auf die Lage in Syrien bin ich jetzt noch gar nicht eingegangen. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Punkt. Kann ich vielleicht gleich nochmal in der letzten Frage nochmal anreißen, wie die Lage eigentlich vor Ort in Syrien ist.
Aber ich würde jetzt Christian nicht die Zeit wegnehmen wollen. Ja, wir haben leider wirklich nicht mehr viel Zeit. Christian, bitte knapp antworten und dann, ich würde gerne dann noch eine Frage aus dem Publikum zulassen. Lara, du kannst dir schon mal überlegen, welche, aber erstmal Christian nochmal zu den politischen Auswirkungen. Also riesige politische Auswirkungen sehe ich nicht, also jedenfalls nicht jetzt in so einer Form, wie das von Bauke oder Anna jetzt schon beschrieben wurde. Wie gesagt, es gibt diese Vorstellung in der türkischen Regierung, ein neues Zeitalter fängt an und wir sind ganz vorne mit dabei. Aber ich glaube, das hängt von sehr vielen anderen Faktoren ab, als jetzt davon, was in der Pandemiezeit gemacht wurde. Was ich wirklich sehe, ist, sind die Auswirkungen auf die innenpolitische Debatte. Das eine ist, wie gesagt, dass die oppositionellen Bürgermeister, gerade hier in Istanbul, aber vor allen Dingen auch in Ankara, die ja letztes Jahr erst ins Amt gekommen sind, sich trotz starker Blockaden der Zentralregierung relativ gut positionieren konnten und auch jetzt in Umfragen sehr gut abschneiden. Während der Stern der AKP und auch in geringerem Maße auch des Präsidenten etwas untergeht, was nicht bedeutet, dass das zwingend so bleiben muss, aber wenn die Wirtschaftskrise kommt, irgendwie wird das auf jeden Fall noch Auswirkungen haben. Und das Letzte, es ist relativ deutlich zutage getreten, wieder mal, das wussten wir vorher schon, aber wir haben es sehr stark vor Augen geführt bekommen hier, dass der Innenminister Süleyman Soylu in einem relativ direkten Machtkampf steht mit anderen Teilen, vor allem mit dem Schwiegersohn von Erdogan, um im Prinzip das politische Erbe, sollte Erdogan irgendwann mal abtreten. Okay, also es gibt so ein bisschen eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses in Richtung von der Regierung zur Opposition. Gut, Lara, wir haben noch Zeit für eine Frage, auf die die drei sehr knapp antworten müssen. Kannst du sie bitte vorlesen? Ja, dann stelle ich eine Frage, und zwar angesichts all dieser Herausforderungen, die ihr jetzt geschildert habt, über die wir gesprochen haben, die sozialen, wirtschaftlichen, politischen. Wie können unsere Büros, also eure Büros vor Ort, denn jetzt handeln? Was tut ihr? Was muss jetzt passieren? Vielleicht auch ein Satz dazu. Was erwarten wir denn jetzt von Deutschland, der EU? Was brauchen die Menschen vor Ort? Was sind die Erwartungen und wie gehen wir damit um? Okay, das ist jetzt fast ein bisschen unfair, weil ihr habt jeder nur noch eine Minute. Aber wer möchte anfangen? Bauke, du? Ich kann es versuchen, das wird schwer. Viele Sachen können wir halt, die wir sonst machen, nicht mehr machen, weil natürlich, wie Christian schon früher ausgeführt hat, viele unserer Aktivitäten sehr stark an doch physische Treffen gebunden sind, gerade in einer Gesellschaft, wo vielleicht Misstrauen gegen den Austausch gewisser Inhalte über Telefon oder Zoom oder andere Sachen besteht. Was wir weiterhin natürlich machen können, ist unsere Partnerinnen und Partner zu unterstützen, die, finde ich, wirklich erstaunlich auch ihre ganzen Ansätze, ihre Arbeit transformiert haben, was Formate angeht, was nicht in allen Bereichen gelingt, aber in vielen. Und wo wir natürlich auch gucken können, wie können wir unsere Analyse stärken. Wir haben vorher schon viel zu Fragen von intersektioneller Diskriminierung gearbeitet. Und das ist ein Thema, was, glaube ich, durch Corona und die Auswirkungen hier in Marokko eher aktueller geworden ist und wo mehr Partner Interesse haben, daran zu arbeiten. Ein anderer Bereich ist natürlich der Bedarf eher an humanitärer Unterstützung für betroffene Gruppen, was immer die Frage stellt, ist das unsere Rolle als Stiftung oder ist das eher eine Rolle, die von anderen Akteuren, die möglicherweise mit Finanzierung Deutschlands oder der EU arbeiten, geleistet werden kann und sollte. Okay. Anna? Ja, in einer Minute wird es jetzt natürlich auch nochmal schwierig, was zu Syrien zu sagen. Das wird dann wahrscheinlich eher nochmal an einer anderen Stelle. Das wiederholen wir nochmal, da machen wir nochmal eine extra Runde, Anna. Ich glaube ganz ehrlich, dass es extrem wichtig ist, dass wir den Partnerinnen und Partnern zuhören, dass wir reagieren auf die Situation, in der wir sind, dass wir auch unsere bestehenden Netzwerke unterstützen und nachfragen, ob und wie die Situation sich verschlechtert und was wir machen können. Und dann auch nochmal auf einer anderen Ebene auch zu schauen, was sind innovative Ansätze, wo müssen wir schauen, dass wir vielleicht auch ein bisschen nochmal Dinge neu oder anders denken. Aber das geht eben vor allen Dingen halt auch viel über das Zuhören und versuchen zu verstehen, in welchen misslichen Lagen sich mittlerweile viele der Partnerorganisationen auch befinden. Und ich glaube, das ist das, was wir hier im Libanon eben durch die
vielen unterschiedlichen multiplen Krisen eh schon machen in den letzten Monaten, weil eben die Situation sich so schnell verändert und so viele neue Probleme auftauchen, dass wir einfach ja, viel im Dialog stehen mit Partnerinnen und Partnern, um zu verstehen, wie wir helfen können. Ich denke, die Erwartung ist halt da, dass eben weiterhin unterstützt wird und dass wir uns nicht abwenden von den Menschen, mit denen wir hier arbeiten, weil wir selbst eine Krise haben oder weil es eine globale Pandemie ist, sondern dass wir eben weiterhin helfen und unterstützen. Okay, vielen Dank, Anna. Christian, ganz knapp. Wir, Bauke hat das gerade schon gesagt, das Problem ist tatsächlich ein bisschen, dass natürlich die Dinge, die am stärksten gebraucht werden, also eher in den humanitären Bereich fallen und eben nicht in das genuine Feld, was Stiftungen machen. Wir sind ja eigentlich hauptsächlich dafür da, politischen Dialog zu organisieren. Und das ist einfach sehr viel schwieriger geworden in dieser Zeit. Also eben auch, wie gesagt, Projekte machen wir weiterhin. Ich habe das ja auch gerade schon gesagt. Wir haben auch jetzt begonnen, auch extra nochmal Projektaktivitäten aufzunehmen, die gerade in diesem Corona-Bereich sind und auch bemühen, das, was gerade noch möglich ist, auch gerade eben zu wirklich marginalisierten Bevölkerungsgruppen zu leiten. Gewalt gegen Frauen, wie gesagt, ist auf jeden Fall ein Thema. Aber eben gerade das, was eben die Stiftungsarbeit auch eben sehr stark ausmacht, irgendwie im Hintergrund, auch vielleicht eben außerhalb des Lichts der Öffentlichkeit, politische Kanäle zu öffnen, das ist sehr, sehr viel schwieriger geworden. Aber wir haben auch, das muss ich auch gleichzeitig sagen, ist, glaube ich, ein Vorteil, gerade vielleicht im Vergleich zu anderen. Wir haben jetzt auch nicht unter unseren Partnern Organisationen, die zum Beispiel sagen, oh Gott, wir sind jetzt wirklich so schon völlig am Ende, wenn uns niemand mehr hilft, dann geht es nicht weiter, sondern die meisten arbeiten weiter, bei den meisten geht das auch einigermaßen okay. Aber man muss halt eben auch sagen, es ist halt einfach kein Zustand auf Dauer. Und was, glaube ich, ein sehr großes Problem für uns ist und eben auch für viele der Partner, gerade wenn es hier um Menschenrechtsfragen geht, an denen ja sonst in Deutschland, in Europa sehr stark Anteil genommen wird, was die Türkei angeht, das ist natürlich stark zurückgegangen, einfach weil auch die mediale Aufmerksamkeit in Deutschland, in Europa, aber eben auch in der Türkei selber so zu ist mit Corona, dass gar nicht mehr viel Möglichkeiten ist, überhaupt noch zu sagen, hey, und jetzt gucken wir mal, was in einem türkischen Gefängnis passiert. Ja. Ja, vielen Dank, Christian, vielen Dank, Anna, vielen Dank, Bauke. Das war jetzt nur ein Reinzoomen im wahrsten Sinne des Wortes in die Situation in euren Ländern. Ich hoffe, dass sich dass wir damit so ein bisschen gegen diese Medienberichterstattung, die ja nicht nur sehr auf Corona bezogen ist zurzeit, sondern auch noch sehr auf Corona in Deutschland oder höchstens in Europa und eben nicht darauf, wie die Situation und die Folgen davon in anderen Ländern ist, dass wir da ein kleines Gegengewicht setzen konnten. Wir konnten einige Themen leider nicht ansprechen, einige Fragen nicht beantworten. Ich möchte nur noch mal sagen, wir haben auf unserer Website natürlich auch Analysen, zum Beispiel zu Syrien. Syrien kam jetzt etwas zu kurz, Anna. Das tut mir leid. Wir werden aber weitermachen mit dieser Reihe und dann sicherlich auch noch mal einen Schwerpunkt zu Syrien machen. Erstmal möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Unsere drei Büroleiterinnen sind auch natürlich Büroleiterinnen und Programmkoordinatoren, sind natürlich auch per Mail zu erreichen, wenn Ihre Frage jetzt nicht beantwortet werden konnte. Und ich möchte jetzt zum Schluss nur noch sagen, das nächste Böll Global wird zu Südostasien sein. Das wird bestimmt auch sehr spannend nach der Sommerpause. Das Datum finden Sie dann auf unserer Website. Vielen Dank und allen noch einen schönen Abend.